Hallo Leute, es geht weiter mit The Walking Dead, der vierten Episode. Ja, wir sind hier zuletzt bei diesem Wall angekommen. Aus Zombies, aus Walkern. Ziemlich eklige Angelegenheit. Da unten bewegen die sich teilweise noch. Ja, gut. Gehen wir mal hier hoch. Oder auch nicht. Kannst du da? Doch, so, okay. Schauen wir uns das hier nochmal an. Could be military tags, but what do they mean? Ja, gerade eben hat er, als ich da raufgeklickt hat, gesagt, ja, überall diese Zeichen, die hier überall sind. Was hat das zu bedeuten? Wir wissen es nicht. Ich will irgendwie nicht hier zu weit in diese Gassen reingehen. Hier wieder. Could be military tags, but what do they mean? Keine Ahnung, vielleicht sind das ja so, ja, heimliche Zeichen, eine heimliche Kommunikation oder so von den Leuten, die auch diesen Wall gemacht haben. So einer auf, hey, hier haben wir das schon gemacht, hier ist alles überprüft. Hier bin ich schon einmal lang gegangen, irgendwie sowas. Wer weiß. Ah, bei der Kasse könnte eine Münze sein. It's an old cash register. Not much use these days. An abandoned newsstand. Ja, aber warum kannst du nicht da, It's an old cash register. Not much use these days. Aber wieso brichst du die nicht einfach mit deinem Werkzeug auf? Na, es wird mir nicht angezeigt, von daher kann ich es auch nicht benutzen. Looks like the whole city has been boarded up for all the good it did. Ja, wenn überall dann hinter den vernagelten Zimmern welche sind, ist es auch nicht gerade hilfreich. Ich will nicht zu weit weggehen, aber ich weiß gar nicht. Vielleicht soll ich es auch. Hier ist noch was. Looks like it's still intact. So ein Kurierding, was wir nicht haben, so ein Zeitungsständer. Marked. Was ist hier im Auto? Gas siphoned. Tires removed. Engine parts missing. Looks like this thing has been stripped clean. Scheint so. Someone must have been trying to back their boat into the water. Only things didn't go as planned. Aha. Ja, was kann ich jetzt tun? Nee, das sollte es wahrscheinlich auch nicht sein. Wenn hier der Kenny ist, vielleicht hat der ja auch eine Münze. Könnte ja auch sein. I'll just have a look around, okay? Nee, anscheinend nicht. Ja, wie weit soll ich denn dann in die Gassen gehen? Soll ich das einfach mal wagen? Ich finde das komisch mit der Kasse. Oder vielleicht hat ja auch einer von den Typen. Warum soll ich die eigentlich erschießen? Aber vielleicht hat einer von denen eine Münze, ne? Better not. Gunfire would just bring more walkers. Aha. Aber es wurde mir angezeigt. Näher geht er auch nicht ran. Tja. Tja, tja, tja. Dann gehe ich mal hier rein. Vielleicht hier unten irgendwas im Sack. Dass der sich das traut. Na gut, er hat eine Pistole dabei. Und weiter geht's eh nicht. Ist hier gar nichts? Na gut. Merkwürdig. It's an old cash register. Not much use these days. Ja, ich probiere nochmal und nochmal. Wie weit geht er hier zurück? Oder sagt er jetzt, nee, ich will nicht zu weit weggehen? Ah, okay, doch. Infected. I should probably stick close to Kenny. It's too dangerous out here. Sag ich doch. Okay.
Leute, was wollt ihr denn dann von mir? Still locked. Looks like it's still intact. Ja, dann mach's kaputt. Geht aber ja nicht. Hier geht gar nichts gerade. Hier ist noch was. Auch nicht wirklich hilfreich. Wie blöd. Great. Needs a quarter to work. Das habe ich alles schon probiert. Und das funktioniert nicht. Und das nervt mich gerade, dass so viel Zeit vergeht. Ich schon wieder keinen Plan habe. Komisch aber, dass ich bei den Walkern da hinten meine Waffe überhaupt benutzen darf, angeblich. Ja, eben. Warum wird es mir dann aber angezeigt? Ja, und Kenny sagt ja auch nichts dazu, ne? Alles, was ich hier so finde, reicht ja anscheinend noch nicht, um darüber ein Thema zu machen, über das ich mit Kenny reden könnte. Was übersehe ich hier irgendwas, oder? Hä, wie komisch. Ist hier vielleicht bei den Zeitschriften irgendwas? Das ist das? Das ist die Kasse? Bei der Kasse lässt sich auch gar nichts tun irgendwie? Ah, hier oben. Oder? Oder ist es auch wieder gar nicht wichtig? Must have taken weeks to board up all these windows. Vielleicht muss ich ein bisschen mehr nach oben achten. Auf oben. Looks like the whole city has been boarded up for all the good it did. Ja, aber vielleicht habe ich hier doch noch nicht alles gesehen. Hier ist doch wieder ein Zeichen. Sagt er dazu was? Nö. Nee, dann geht er wieder nur zu weit. Doof. Sagt er zu der Hand was? Zu den Postern? Irgendwas. Vielleicht finde ich ja auch auf dem Boden eine Münze zufällig. Und habe sie nur nicht irgendwie entdeckt. Ach. Warum ging das vorher nicht? Das wurde mir doch vorher nicht angezeigt, oder? Oder bin ich so blind gewesen? Das wurde mir doch vorher nicht angezeigt, dass, sonst hätte ich das doch schon längst benutzt, das Werkzeug. Komisch. Geh mal hier rein. Merkwürdig. Na egal, jetzt habe ich's ja. What's up with the boat? It ain't gonna work. Hull's cracked beneath the waterline, plus someone stripped out the battery. You can't fix it? What the hell is that? A fate worse than death. Jetzt bin ich ja mal gespannt, was kann ich tun? Abandoned, like every other place in this city. Oh Gott, was werden wir hier jetzt gleich entdecken? Ich habe ein bisschen Angst. No sign of any boots down there. Da ist was? No sign of any boots down there. Okay. Gehen wir mal hier so lang. Plenty of docks, no boats. Und hier? Oh Gott, gleich steht bestimmt auf einmal einer vor uns. No way that one's salvageable. Ah. Nothing but water. Not a boat to be seen. Da, ich wusste es. Irgendjemand sieht uns. What the hell? Get down! Get down!
hell are we hiding? Someone came down from that building at the end of the street. Where'd he go? Saw him run into that newsstand. Could be our bell ringer. How about we go find out? Das ist doch mein Plan. Wir wollen keinen Ärger. Vielleicht ist das ein Plünderer. Maybe he's just another scavenger like us. Yeah, maybe he ain't. Maybe he's that fucker on the radio who's been messing with Clementine's head. Don't you want to know? Because I want to know. Okay, you head up the middle of the street. I'll go around the side, cover your flank. We'll come up on him quiet, take him by surprise. We just want to talk to this guy. Oh, we're gonna talk. Okay, dann wollen wir mal. What the? Shit, das war mal wieder zu spät von mir. Yay. Ich bin so gut. No! Clementine? Was machst du hier? Please, don't hurt him! You're not from Crawford. Bist du uns gefolgt? Du bist nicht mit dem Funkgerät, Crawford? Crawford? What the hell are you talking about? Schnapp sie, das ist nie unser Mann. Kenny, don't! Nein. No, he's with us! Okay, die Walker kommen. Who the hell are you people? Beruhigt euch alle, ich hab zuerst gefragt. Everyone just calm down. Oh, calm down once she tells me who the fuck she is. Back off, asshole. The name's Molly. Molly? I'm Lee. This is Kenny and Clementine. We're not looking for any trouble. Hi. You guys really aren't from Crawford, are you? No, I'm from Macon. Kenny here's from Florida. She didn't ask for our life stories, Lee. What's the deal with this Crawford place? You sure you want to know? When everything started going to shit, some people got together and sealed off that whole neighborhood. Folks willing to do anything to stay alive, stop the dead getting in. I try to avoid them. Why? Let's just say they have a zero-tolerance policy for anyone who won't or can't live by their rules. So how'd you know we weren't them? Because there are no children in Crawford. Not anymore. Was? Wer hat die Glocken geläutet? Do you know who's been ringing those bells all over town? Yeah, that would be me. I knew it! Lee, I knew she was the one who's been following us! Fucking with us! Get that finger out of my face, Grandpa, before I jam it straight up your ass. I haven't been following you. I don't even know who the hell you people are. Calm down, Kenny. The voice on the radio was a guy, remember? Yeah, well, whoever you are, ringing those bells this morning nearly got us all killed. Raised the dead all around us. That's the idea, genius. It's how I get around. I ring a bell in one neighborhood to attract the local geeks towards it. Buys me some time to scavenge the areas they cleared out. Geeks? Is that what you call them? Yeah, you know, like at the carnival, they'll eat anything, alive or dead. That's pretty smart, the bells. Doesn't take much to outsmart the dead. Bunch of dumbasses. You just gotta move fast, get in and out before they start to wander back again. Clem, was machst du hier? Warst du in unserem... Was that you at our house this morning? Watching me through the back fence? Hell no. Believe it or not, I've got better things to do with my time. Clem, was machst du hier? Warum keine Kinder? What do you mean, no children? Why not? No children?
No elderly, no one with an advanced medical condition. Basically, no one who might be a burden on the community. Crawford's all about the survival of the fittest. That's how they survived, while the rest of the world went to shit around them. Jesus Christ. Well, just the opposite, when you think about it. Aber trotzdem, Kind, was hat... What exactly did Crawford do with all these burdens? What happened to them? Well, you met some of them already. Fuck me. Yeah, anyone who got sick, anyone too old, anyone they figured wasn't strong enough to survive. To them, those people were just mouths to feed, a drain on their precious resources. How do you know all this? Everyone in Savannah knew. What was going on inside Crawford got passed around like a ghost story. Except this one was true. Look, I'm gonna ask you people again. You're not from Crawford, so who the hell are you? What are you doing here? Ich muss sie zum Haus zurückbringen. Wir suchen ein Boot. Came down here looking for a boat, hoping to get our people out of here and find someplace safe. Yeah, good luck with that. Anyone with a boat took it out of here as soon as people started eating each other. Any that got left behind, Crawford stripped them for parts. Cars, too. There's gotta be something. If there was, do you think I'd still be here? I've been over every inch of this city. This whole place is picked clean. God damn it! Fuck! Hey, moron! You wanna keep your voice down? Shit. Since you're not getting on any boat, I'd advise you folks to go back to where you came from before... Sie kommen. Great. Just wait. Isn't that the... Gunshot must have brought him back. Isn't there another way back to the house? Mom, is there a... Is that one new? Is there another way out of here? Don't know, don't care. So what the hell are we supposed to do? I refer you to my previous answer. But you have to help us, please! Come on, make it fast! Nah, fuck. Fuck me! Come on, come on, hurry! Come on! Come on, man. One good jump. Shit. No! Me! Hurry! Nein. Come on, Lee! Get your ass out of there! Can't get it open! Here, use that to pry it open. Na toll. Clementine, can you hear me? If you can hear me, just get back to the house, okay? I'll meet you there. Shit. Okay, Leute. Wieder ein Moment Zeit, dass ich überhaupt reden kann. Wie immer habe ich diese Situation nicht so gut super gemeistert mit der Quicktime-Geschichte mit der Waffe, als die Molly, wie unsere neue
Ja, ist es eine Gefährtin? Ich weiß es nicht. Ein neues Mitglied vielleicht. Sie jetzt gerade auf die Bildfläche gekommen ist, auf einmal stand sie hinter Lee und ja, da hätte ich natürlich schneller reagieren können, aber wenigstens habe ich schnell Kenny gestoppt, um zu sagen, hey, stopp, nein, bitte nicht schießen. Ja, wir haben Molly kennengelernt, sehr cool. So auf dem ersten Blick fürs erste Gespräch finde ich sie gar nicht mal so unsympathisch und ich finde es auch nett, jemanden zu haben, der uns ein paar neue Informationen geben kann. Und jemanden, mit dem wir uns auch austauschen können, was unsere Lage betrifft, gerade was das Boot jetzt auch anging und so. Okay. Von daher alles vielleicht auch wieder mal nicht ein so schlechter Zufall. Gehen wir mal weiter. Ja, hier wird ja auch nichts sein, oder? Gucken wir uns das auch mal an. Nee, wahrscheinlich eher nicht. Aber vielleicht kannst du da ja reingehen. Mal noch weiter nach rechts. Nee, wir können auch nur hier rein. Ich habe ein bisschen Angst hier unten. Hier könnten überall Walker sein. Gut, wir haben unsere Pistole, aber so eine... Nee, wir haben auch ihren Haken. Ich weiß gerade nicht den Namen. Ist auch so ein Ding, was Lara hat. Das haben wir ja auch hier noch. Was haben wir hier? Eine tote Ratte. Half-eaten sewer rats. Walkers must be down here too. Wieso kann er die denn nehmen? Ain't touching that. Last thing I need is some god-awful disease. Ja, eben. Aber vielleicht brauchen wir die noch trotzdem. Wer weiß. Keine Ahnung. Oh, voll das Labyrinth hier. It's a drainage pipe. Oh, oh, ich hör sie schon. Ich habe ein bisschen Angst, echt. Scheiße. Could be the way out. There's no way I can take out all of those things by myself. Ich bin hier irgendwie im roten Bereich, ne, oder? Nee, ich kann hier irgendwas drehen. Looks like some kind of drainage pipe. Ja, dann dreh mal. Don't turn anymore in that direction. Okay. Was passiert? Oh oh, da musst du aber. Musst du hier nicht raus? Wenn die kommen. Good thing I'm out here. Shit. Okay, und nun? Oh, ich hab Schiss, was soll ich machen? Vielleicht das erstmal wieder zumachen, damit das Vieh weggeht. Geht's jetzt weg? Oder wie? Oder kann ich's? Nee, ich nehme das Rad ab. Nee, Moment. Also. Ich mach's ran. Dann kommt der Walker hinten. Erstmal wieder anmachen. Rad abnehmen. Und dann mit dem Rad das Vieh töten. Geht das? Nein. Ich dachte, ich kann das Vieh damit jetzt töten mit dem Rad. Gut, hat nicht geklappt. War ein Versuch wert. Oder es war vielleicht trotzdem der richtige Gedanke, aber ich darf nicht rauskommen. Weiß ich gerade noch nicht. Gut, ich gehe erstmal wieder hier rein. Und dann würde ich sagen, machen wir an dieser Stelle im nächsten Part weiter von The Walking Dead und dann schaue ich mal, wie ich die Lage hier am besten sicher für mich, damit ich hier wieder rauskomme mit Lee. Und apropos, warum ist eigentlich Clementine rausgekommen? Warum war die auf einmal da? Hat der Ben wieder doch nicht aufgepasst, der alte blöde Sack? Der hat nicht auf sie geachtet. Gut, ich habe es ihm auch nicht gesagt, dass er auf Clementine aufpassen soll, aber ich glaube fast, es wäre auch passiert, selbst wenn wir es ihm gesagt hätten. Naja,
Clem ist uns also gefolgt und ist jetzt bei der Fremden, aber wenigstens Kenny noch dabei. Wir sehen uns im nächsten Part. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis dann.